So, nochmal herzlich willkommen zu unserem Webinar Offensive Security Tooling, der ultimative Weg zum Schutz Ihrer Infrastruktur, zusammen mit dem Cybersicherheitsunternehmen Fortra. Ich wiederhole nochmal, wenn Sie im Nachgang Fragen haben sollten, dann stellen Sie diese bitte einfach in den Chat. Wir werden diese dann beantworten. Erstmal vielen Dank für die rege Teilnehmerzahl und ich würde sagen, dann starten wir auch gleich mal los. Zunächst einmal kurz zu den Speakern. Mein Name ist Christoph Hellmeier, ich bin Business Development Manager bei der Aquio GmbH und ich werde heute die ersten zwei Teile der Präsentation und die zwei ersten Demos halten. Und danach habe ich noch den Emanuel Eventzur, er ist Solutions Engineer bei Fortra. Er ist based in Israel und er wird den zweiten Teil mit dem Premium Red Teaming Tool Outflank halten. Zunächst einmal kurz zu Fortra. Fortra ist jetzt bei uns jetzt nicht der bekannteste Name, hieß am Anfang des Jahres auch noch Help Systems, haben sich dann eben umformiert und haben jetzt eben mit der neuen Identität eben als Fortra in den Markt gestartet und machen aktuell 800 Millionen Umsatz, sind in 18 Ländern weltweit verteilt, haben ca. 3000 Mitarbeiter und ca. 30.000 Kunden in praktisch jeder Branche. Wie kann man sich die Fortra vorstellen? Also was ich immer sage, das ist wie eine Holding von Cybersecurity-Unternehmen. Das heißt, man schaut eben, welche Unternehmen sehen so aus, als ob sie in Zukunft relevant werden können. Und diese werden dann eben unter dem Mantel von der Fortra gesammelt. Zum Beispiel ist da eine Tripwire, Digital Guardian, Titus, Bolton James und noch viele weitere. Was unser heutiges Thema ist, ist erstmal, was ist denn überhaupt offensive Sicherheit? Welche Teams sind dafür zuständig? Dann die offensiven Sicherheitslösungen, die von der Fortra bereitgestellt werden. Automatisiertes Penetration Testing, dann eine kurze Demo von Core Impact. Dann schauen wir uns CobalStrike als C2-Tool an, dann eine kurze Demo zu CobalStrike. Dann Outflank, das ist das neue Red Teaming Tool seit Anfang des Jahres bei der Fortra dabei. Das wird vom Emanuel gehalten. Und dann bekommen wir auch noch eine kleine Demo vom Emanuel. Am Ende haben wir eine kleine Fragen- und Antwortenrunde. Also wenn Sie während des Webinars Fragen haben sollten, dann schreiben Sie sie doch bitte in den Chat oder in den F&A-Bereich. Zunächst einmal habe ich mich gefragt, was ist denn überhaupt offensive Sicherheit? Also das ist ein Thema, was uns ja allgemein immer begleitet. Es geht ja auch darum, dass man eben sicherstellt, dass Angreifer nicht in ein Netzwerk kommen können. Und da ist halt offensive Sicherheit ein sehr guter Schritt dafür. Und ich habe mich jetzt mal gefragt, wie kann man das gut definieren? Und habe einfach mal ChatGPT gefragt, was ChatGPT dazu sagt. Also das Ergebnis war davon, offensive Sicherheit bezeichnet eine proaktive Herangehensweise an die Informationssicherheit, bei der ethische Hacker Schwachstellen und Sicherheitslücken identifizieren, um die Sicherheit von Systemen und Netzwerken zu verbessern. Also ganz wichtig ist, dass man hier einen proaktiven Ansatz hat. Jetzt nicht eben, wie man jetzt sagt, wenn man eine Firewall aufstellt, man schließt die Ports. Das ist kein proaktiver Einsatz, das ist eben ein defensiver Ansatz. Und wichtig ist auch, dass eben ethische Hacker eben diese Schwachstellen testen. Genau, das gibt ja die White Hats, eben die ethischen Hacker, die Grey Hats, die sind irgendwo dazwischen und die Black Hats, die sind ja eher auf der bösen Seite. Welche Teams sind dafür zuständig? Also wir haben im Allgemeinen ein Red Team und ein Blue Team und die arbeiten sozusagen gegeneinander. Das Red Team ist der Angreifer und versucht eben in das System einzudringen. Und das Blue Team ist der Verteidiger und der versucht eben das System so gut es geht vor dem Angreifer zu schützen. Es gibt dann noch etwas, das ist dazwischen. Das ist das Purple Team, das besteht aus Mitgliedern von beiden Seiten, benutzt die Tools von beiden Seiten, um eben die Gesamtsicherheit in der Infrastruktur besser zu übersehen und einfach genau zu verstehen, was passiert und wo man eben noch Verbesserungsmaßnahmen durchführen kann. Unser Fokus ist heute besonders auf dem Bereich Red Teaming, aber genau, das übergreift sich auch in einigen Punkten eben auch. Das Purple Team nutzt ja auch die Red Team Taktiken, aber genau, erstmal schauen wir uns an, was das Red Team macht. Also optimal ist es so, dass es eben keine Kenntnisse über das Ziel hat. Also man versucht eben wirklich wie ein realer Angreifer vorzugehen, herauszufinden, wie würde man denn den normalen Ansatz machen. Und da ist es dann natürlich vom Vorteil, wenn es eben ein externer Dienstleister macht. Es gibt auch die Möglichkeiten, dass es Unternehmen machen, die ein internes Red Team haben, aber da hat man immer die Gefahr von der Befangenheit. Die kennen die Infrastruktur, sie wissen, wie sie damit umgehen sollen oder genau, haben einfach schon mal Vorkenntnisse.
Es werden eben Methoden von echten Angreifern simuliert, eben möglichst genauso, wie es auch, wie wir sagen, in the wild passiert, um eben das wirklich realistisch zu machen. Sie versuchen vor dem Blue Team eben unsichtbar zu sein, das heißt möglichst stealthy, eben so, dass man aussieht wie normaler Traffic, der auf dem Netzwerk passiert und dann eben als großes Ziel, dass man versucht, seine Rechte zu erweitern und persistent zu bleiben. Das heißt, man bleibt im Netzwerk unentdeckt mit den höchsten Rechten am besten. Und die Fortra hat jetzt hier verschiedene Tools, die eben das Ganze mit unterstützen. Da fangen wir von links nach rechts einmal an. Frontline ist ein automatisiertes Vulnerability-Scanning- und Risk-Management-Programm, das eben ermöglicht, Vulnerabilities zu finden. Diese können dann beispielsweise in Core Impact übertragen werden. Core Impact ist ein automatisiertes Penetration-Testing-Werkzeug, was marktführend ist und auch in diesem Bereich auch sehr angesehen. Und Cobalt Strike integriert auch mit Core Impact. Das heißt, wir können, wenn wir eine Schwachstelle identifiziert haben, wir haben mit Core Impact einen Agenten platziert, können wir diese Session in Cobalt Strike übertragen und von dort aus Red Teaming-Aktivitäten eben weiter durchführen, eben reale Angriffsszenarien nachspielen. Und was jetzt neu dazu gekommen ist, ist eben Outflank oder kurz OC. Dabei handelt es sich um ein Red Team Premium Tool, was es eben ermöglicht, Payloads zu generieren, eben auch um besonders stealthy zu arbeiten, mit einem eigenen C2-Framework, was noch mit integriert ist und eben von Spezialisten immer wieder weiterentwickelt wird. Genau, wir fokussieren uns heute hauptsächlich auf die drei Rechten hier auf dieser Seite: Core Impact, Cobalt Strike und Outflank. Zunächst schauen wir uns einmal an, was ist denn Core Impact, was macht es, was kann es? Also Core Impact wird genutzt, um die Routine zu automatisieren. Es gibt ja immer wieder neue Schwachstellen, die sich in Netzwerken auffinden lassen. Und mit Core Impact hat man eben die Möglichkeit, dass wenn neue Exploits rauskommen, dass man eben innerhalb von wenigen Minuten eben diesen Test starten kann. Immer mit den neuesten Exploits, die bekannt sind. Dann kann man eben noch die Validierung der Verbesserungsmaßnahmen eben vornehmen. Das heißt, wir haben eine Schwachstelle gefunden. Wir wollen jetzt einmal prüfen, ist diese Schwachstelle jetzt nach unserem Fix noch vorhanden oder nicht. Dann gibt es noch ein Modul für die Messung des Gefahrenbewusstseins der Mitarbeiter. Das ist ein integriertes Phishing-Modul, wo man eben gegen das Unternehmen mal so einen Phishing-Test laufen lassen kann und einfach mal schaut, wer fällt darauf rein, wer klickt auf diese Phishing-Mail. Dann kann man Gefährdungen nach Prioritäten einstufen. Das heißt, wir haben jetzt einen Agenten platziert. Wir sehen ganz genau, wie gefährlich ist dieser Vorfall, wo soll man als erstes eingreifen. Und dann können wir das Ganze noch reporten, eben einen Report erstellen und an das entsprechende Team weitergeben. Wer nutzt Core Impact im Normalfall? Also wir sehen, dass es größere Unternehmen sind, Behörden und auch das Militär. Und sie müssen eben über ein eigenes Pentesting-Team verfügen. Warum haben die sich eben für Core Impact entschieden? Es ist ganz einfach so, dass es nicht immer so leicht ist, Cybersicherheitsexperten zu finden, die auch eben schon so erfahren sind, dass sie eben mit der Professionalität eines Senior-Pentesters vorgehen können. Und diese ganzen Erfahrungen sind eben in diesem Tool integriert. Und durchschnittlich erspart man sich dann auch noch so 50 bis 70% der Zeit, kommt ganz drauf an, die man normalerweise bei einem manuellen Pentest brauchen würde. Dann sehen wir auch noch, dass Kunden mit einem bestehenden Vulnerability-Scanning-System auch Core Impact nutzen, weil sie können eben die Vulnerabilities, die sie eben gefunden haben in Nessus, Frontline und eben anderen Tools, können sie direkt in Core Impact übertragen und diese Schwachstellen dann eben gegenprüfen und dann eben im Pentest einmal ausloten. Dann Beratungsunternehmen, die Pentesting-Services anbieten, eben wie Ernst & Young, Atos, aber auch noch viele andere Unternehmen, die das eben nutzen, um eben diese Reports an deren Kunden bereitzustellen. Und warum haben die eben Core Impact gewählt? Eben aus denselben Gründen. Es ist schwer, geeignetes Personal zu finden, was sich auch super damit auskennt und natürlich die Zeitersparnis. Wie funktioniert das Ganze? Also wir sehen jetzt hier auf der linken Seite, wir haben unser Scanning-Tool, wir haben unsere bekannten Vulnerabilities und wir übertragen diese in Core Impact. Dann starten wir mit diesen gesammelten Informationen. Wir können aber auch selber Scans machen. Den Eindringungsversuch und versuchen eben die Assets zu kompromittieren. Das geht mit Hilfe der Rapid Penetration Tests oder kurz gesagt RPTs. Das ist sozusagen das Herzstück von Core Impact. Das heißt, da kann ich die Informationsbeschaffung starten, da kann ich die Attacken starten, Local Information Gathering und vieles weiteres.
Dann haben wir die Core Certified Exploits. Das ist eine Bibliothek an Schwachstellen, die schauen wir uns auch gleich nochmal genauer an, die eben regelmäßig geupdatet werden, sodass eben die Pentester immer auf dem neuesten Stand der Dinge sind. Dann, wie ich da vorher eben erwähnt habe, werden die Schwachstellen priorisiert, damit man auch weiß, welche man als erstes fixen soll. Und man erhöht ganz klar seine Effizienz einfach darüber. Genau, die RPTs, wie gesagt, das Herzstück von Core Impact, ist einfach sehr leicht zu nutzen. Man erhält innerhalb von ein paar Minuten die Ergebnisse und Core Impact gibt daraus sein Qualitätsversprechen. Wir werden uns das gleich auch nochmal in der Demo genauer anschauen. Da nutzen wir eben auch die RPTs, um eben die Pentests zu starten. Dann ganz wichtig, die Core Certified Exploits, das ist eben die Bibliothek, die vom Core Impact Team zusammengestellt wird, wo eben praxisnahe Tests eben gemacht werden, wo geschaut wird, wie kommt man in dieses Thema rein. Und das wird hier unter diesem Link ist das Ganze erreichbar. Hopp, einmal zurück. Schauen wir einmal kurz rein. Wechsle ich einmal den Bildschirm kurz. Genau, jetzt muss ich kurz schauen, dass ich den richtigen erwische. Genau, da. Nur erforderliche Cookies. Genau, dann sehen wir hier eben die verschiedenen Exploits, die eben in Core Impact genutzt werden. Der letzte ist vom 9. August, also von gestern. Genau, also immer sehr up to date. Wir können auch nach CVEs suchen. Wir sehen die ja auch immer verlinkt. Da kommen wir dann auch eben auf die entsprechende Seite. Und wenn wir jetzt hier schauen, sind wir jetzt hier auf der ersten Seite und dann schauen wir mal nach ganz hinten. Genau, sind wir auf Seite 131. Also es sind die ein oder andere Vulnerability hier aufgelistet. Genau, dann gehen wir wieder zurück. Und was sind jetzt so die Key Features, die wir sehen? Also ganz klar ist es einmal die Zeitersparnis, die man hat, die Erfahrung, die in diesem Tool mit eingegeben wird. Man kann auch sehr viel verschiedene Sachen testen. Das heißt, wir können Netzwerktests machen. Wir können aber auch Web-Application testen, SCADA-Devices, IoT, Wi-Fi, medizinische Geräte, Anwendungen. Und wir haben eben auch die Möglichkeit, Phishing-Kampagnen zu starten. Dann haben wir eben noch die Möglichkeit, dass wir mit bestehenden Vulnerability-Management-Systemen integrieren können. Das heißt eben, Core Impact nutzt die bestehenden Informationen und verwendet die eben weiter, um eben mehr Effizienz zu geben. Dann auch ein wichtiger Punkt für viele Pentester ist eben auch, dass man, nachdem man seine Pentests gemacht hat, dass man die Möglichkeit hat, dann den Cleanup, das heißt, man bereinigt die Systeme von den Agenten, die eben platziert werden, muss es nicht immer manuell machen. Und dann auch noch ein wichtiger Punkt, das sind ja auch sehr wichtige Informationen, die darin gespeichert sind. Die ganzen Agenten und Exploits werden eben mit der entsprechenden Lizenz selber auch nochmal verschlüsselt. Dann haben wir Anbindungen zum Core Impact Navigator Report, zum MITRE Attack Framework, wo wir eben sehen können, was genau vom Core Impact durchgeführt wird und einfach eine Übersicht zu bekommen, was da genau passiert, welche Angriffe hier gemacht werden. Dann gibt es die sogenannte Core Impact Attack Map, wo man einfach mal einen Schritt zurücknehmen kann und einfach mal seine Infrastruktur sieht. Man sieht, welche Systeme miteinander verbunden sind. Vielleicht haben wir auch irgendwo Pivoting Points, dann können wir auch noch eben verschiedene Netzwerke miteinander einsehen und das ist einfach, wie gesagt, da, um einfach eine Übersicht zu bekommen. Genau, ich denke, das war dann erstmal genug von dem Theoretischen. Schauen wir uns jetzt einmal Core Impact selber an. Genau, also ich hoffe, man sieht meinen Bildschirm. Jetzt sind wir hier in Core Impact, das ist hier die Übersicht. Wir haben auf der linken Seite die sogenannten Netzwerk-RPTs, die Rapid Penetration Tests, wie ich eben schon mal kurz erwähnt habe. Ich habe jetzt in dem Fall jetzt davor schon die Informationsbeschaffung gestartet und habe hier schon mal ein paar Devices gefunden. Hier sehe ich die Module, die bereits ausgeführt worden sind bei dieser Informationsbeschaffung. Unten rechts sehe ich eben die Informationen über das System, das ich jetzt gerade ausgewählt habe. Das heißt, ich kann hier durchschauen und kriegt dann immer schon gleich die neuesten Informationen über dieses System. Dann habe ich hier, wie gerade eben erwähnt, das ist die Attack Map. Da hat man jetzt hier die Möglichkeit, dass man eben sieht, welche Systeme sind miteinander verbunden, wo befinden sie sich in meinem Netzwerk. Und das ist halt, wie gesagt, einfach dafür da, um eine Übersicht zu bekommen. Aber ich bin am liebsten in der List Overview. Das ist einfach für mich übersichtlicher.
Dann würde ich jetzt sagen, machen wir mal einen Angriff, starten wir mal im Attack and Penetration Mode und wählen das jetzt mal auf dieses Ubuntu-System. Dann sollte sich jetzt gleich genauso ein kleines Installationsfenster öffnen, würde ich jetzt sagen. Da klicken wir auf Weiter. Wir haben unser Target hier ausgewählt. Wir können aber auch selber Targets auswählen. Klicken dann hier auf Weiter. Jetzt haben wir die Entscheidung. Wollen wir Remote Code Executions ausführen oder wollen wir Authentifizierungsschwachstellen ausnutzen? In dem Fall sage ich jetzt, ich will Remote Code Execution Vulnerabilities haben. Dann sage ich Ihnen, ja, er soll aufhören, wenn er einmal einen Agenten platziert hat. Das passt, das reicht erstmal. Er soll ja nicht noch weitermachen und noch mehr Schwachstellen finden. Genau. Dann habe ich hier noch verschiedene Kriterien, die ich auswählen kann, aber das passt soweit. Dann sehen wir jetzt hier auf der rechten Seite hat sich ein neues Modul geöffnet, eben Network Attack and Penetration. Wenn wir hier reinschauen, dann sehen wir jetzt die ganzen Tests, die er gerade durchführt. Das kann ich hier einmal in den Module-Log schauen. New Agent deployed. Und ich weiß nicht, ob man es gerade gehört hat, aber er hat jetzt gesagt, New Agent deployed, das heißt, ein neuer Agent wurde im Netzwerk platziert. Das heißt, wir können jetzt hier reinschauen und wir sehen, wir haben jetzt den Agenten Nobody. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, verschiedene Sachen damit zu machen. Wir können jetzt sagen, Set as Source. Das ist so, als ob Core Impact jetzt auf diesem Zielsystem drauf installiert wäre und wir können von dort eben auch weiterschauen, welche anderen Netzwerke wir noch erreichen können. Dann haben wir die Möglichkeit, auf die Shell zuzugreifen. Das machen wir jetzt mal. Gehen wir mal auf die Shell und fragen mal, wer bin ich? Was habe ich hier alles? Und eben noch vieles weitere. Dann sehen wir hier auch noch eben Mini-Shell können wir ausführen, Python-Shell. Wir können auch durch die Files browsen. Das heißt, wir sehen, was auf dem System drauf ist, können Sachen herunterladen, wir können Sachen hochladen. Also wir haben hier kompletten Zugriff auf dieses System. Was haben wir noch? Local Information Gathering, Privilege Escalation, Username, Screenshot, Process List, bla 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 und noch vieles weiteres. Das heißt, wir haben jetzt dieses System eben eingenommen. Jetzt kann ich aber sagen, ja, ich mache jetzt mal einen anderen Test und ich nehme das jetzt mal auf dieses System. So, das braucht gerade einen kurzen Moment, genau, und dann ist es schon da. Und jetzt sage ich nicht, dass ich jetzt wieder die Remote Code Execution haben will, sondern ich sage jetzt, ich will Authentification Weaknesses, also Authentifizierungsschwachstellen ausnutzen. Klick hier auf Weiter, genau, er soll dann aufhören. Die beiden Punkte nehme ich mit. Klick auf Weiter. Dann habe ich davor gesehen, dass es mit SSH, dass der Port offen ist. Wir nehmen die Default Identities. Wir können aber auch eigene Identities reintun, Known Identities, Dictionary Attacks. Genau, aber das passt. Wir sagen, wir wollen das tief machen. Und klicken auf Weiter. Und jetzt startet das Ganze. Jetzt sehen wir, jetzt haben wir hier ein neues. Ab. Verify a task. Genau. Und jetzt läuft er hier eben durch und probiert verschiedene Usernames und Passwörter, bis er halt das Richtige findet. In der Zwischenzeit würde ich aber sagen, schauen wir uns erstmal nochmal was anderes an. Und es gibt nämlich eben neben diesen Network-RPTs gibt es auch Client-Side und Web-Application. Das heißt, wir können entweder Web-Application-Tests oder Client-Side-Tests noch weitermachen. Und ich würde sagen, wir wechseln einmal zum Client-Side. Da starte ich jetzt auch erstmal mit der Informationsbeschaffung. Klicke hier auf Weiter. Öffne wieder das Fenster. Und ich könnte jetzt sagen, ja, nimm die Information, versuch E-Mail-Adressen über die Webseite zu finden, über Google, über LinkedIn, über PGP, DNS oder Whois-Server-Einträge. Aber in dem Fall sage ich jetzt, ich will die Information von einer File hochladen. Klicke hier auf Weiter. Sagt die Phishing-E-Mail-List. Genau, Finish. Und dann habe ich hier auch schon verschiedene E-Mail-Adressen, die ich eben in dieser Phishing-List schon dabei hatte. Dann sage ich ja, ich nehme jetzt das Phishing-Modul und ziehe es einmal auf Rootlane. Das ist jetzt mein Opfer. Klicke hier auf Weiter. Genau, Webpage-Clone. Da muss ich kurz einmal schauen, was ich eintragen muss. Genau, das habe ich hier einmal aufgeschrieben. Genau, kopiere das einmal.
Fügt es hier ein und macht dann auch weiter. Von wem soll die E-Mail kommen? Es soll natürlich möglichst authentisch aussehen. In dem Fall notifications@acmecorp. Das soll eben von der Bank kommen. Wollen wir ein predefined E-Mail-Template nehmen oder wollen wir eins importieren? In dem Fall sage ich jetzt, ich will ein predefined E-Mail-Template nehmen. Dann wähle ich hier entsprechend eins aus und ich nehme ACM-Bank-Test. Klicke auf OK und weiter geht's. Genau, klicke auf Weiter. Dann muss ich hier die Webserver-Options auswählen. Klicke auf Weiter. Das passt soweit auch. Dann die URL-Base. Wie soll das Ganze aussehen? Das soll aussehen wie die Bank eben. Und klicke auf Finish. Dann sehen wir jetzt hier, das Client-Side-Phishing-Modul hat jetzt eben gestartet. Wir können jetzt hier in den Module-Output reinschauen. Und wir sehen eben, es wurde noch nicht angeschaut, es wurde noch nicht geklickt und die Form wurde auch noch nicht ausgefüllt. Das heißt, wir gehen jetzt zu unserem Opfer und schauen mal, ob hier eine E-Mail angekommen ist. Ah, das sieht doch gut aus. Wir haben eine E-Mail bekommen. Genau, wir sollen einmal uns bei ACMA Pay anmelden. Klicken da einmal drauf. So. Genau, braucht jetzt ein bisschen, aber da sind wir auch schon. Also wir haben die Webseite von der Bank geklont. Währenddessen habe ich auch gerade noch gehört, dass ein Agent deployed wurde von unserem Authentification-Test. Und jetzt gebe ich einfach noch die Daten ein. Das ist jetzt der Herr Root Lane und der hat hier noch ein Passwort, das er mit eingibt und loggt sich ein. Dann sehen wir hier, dieser Link ist Teil einer Phishing-Awareness-Kampagne und dass diese Informationen jetzt eben weitergegeben werden würden, wenn es eine echte Phishing-E-Mail ist. Das heißt, wir können jetzt wieder zurückschauen und sehen, wir haben es angeschaut, wir haben es geklickt und wir haben die Form ausgefüllt. Wir können jetzt sogar nachschauen, wenn wir hier beim Herrn Root Lane reingucken. Quick Information. Genau, sehen wir hier eben, was eingegeben wurde. I'm the one war das Passwort und der Username ist Root Lane. Also das einmal zur Übersicht zum Client-Side. Jetzt gehen wir wieder zum Netzwerkbereich zurück und wir sehen, dass wir hier wieder einen neuen Agenten platziert haben, eben durch diesen Authentification-Test. Und wir können auch genau eben die ganzen Informationen dazu sehen und haben die Informationen darüber bekommen. Das schaue ich nochmal kurz nach. Network Attack and Penetration. Genau, das war erfolgreich und jetzt haben wir eben zwei Agenten platziert. Jetzt können wir sagen, ja, wir waren jetzt erfolgreich, wir würden jetzt gern diese Agenten, die wir jetzt platziert haben, in diesem Netzwerk wieder entfernen. Dafür klicke ich einfach auf Cleanup, sage, ja, ich will das wieder bereinigen. Ja, ich will alle OS-Agenten, die ich platziert habe, wieder entfernen. Klicke auf Weiter und dann startet der Cleanup und wir sehen, alle Agenten wurden wieder entfernt. Jetzt sind wir fertig. Jetzt können wir noch sagen, wir wollen jetzt einen Report erstellen und das eben an das entsprechende Team weitergeben. Dann lädt es hier noch kurz und dann haben wir hier die Möglichkeit, verschiedene Report-Möglichkeiten auszuwählen. Genau. Nochmal kurz zur Informationsbeschaffung. Das habe ich jetzt gar nicht gezeigt, weil ich habe das ja davor schon mal gemacht. Klicke ich einmal drauf. Klicke hier auf Weiter. Jetzt hat man die Möglichkeit, dass man sagen kann, ja, Core Impact soll die IP-Adressen sammeln. Wir können aber auch sagen, das soll von Nmap kommen. Oder wir sagen, wir wählen einen Third-Party-Scanner aus. Das machen wir jetzt in dem Fall. Wir haben jetzt die Möglichkeit, eben unsere Vulnerability-Management-Systeme auzuwählen, eben Frontline, B-Secure oder einer der anderen. Klicken wir auf Weiter. Und dann haben wir hier eben die anderen Vulnerability-Management-Programme eben auch aufgelistet, wo wir die Informationen eben an Core Impact weitergeben können. Genau, ich glaube, das war es erstmal jetzt zur Demo von Core Impact und wir switchen wieder zurück zur Präsentation. Als nächsten Punkt schauen wir uns Cobalt Strike an. Wahrscheinlich vielen Leuten auch bekannt, wird auch in realen Angriffsszenarien verwendet und ist eben ein Tool für die Angriffssimulation und ist eben bei Red Teamern sehr gefragt. Es ermöglicht eben Sicherheitsteams, die Taktiken und Techniken eines fortschrittlichen Hackers zu replizieren. Man hat eben die Möglichkeit, eben hier verschiedene Tools zu verwenden. Das ist eben ein Open Framework und da kann man eben viele verschiedene Skripte mit rein integrieren.
Wie funktioniert das Ganze? Wir haben hier auf der linken Seite unser COVID Strike. Wir haben unseren COVID Strike Team Server. Das heißt, unser Client kommuniziert mit dem Team Server und der Team Server mit unserem Target. Darüber sind über spezielle Listener erfolgt die Kommunikation. Und mithilfe dieses Team-Servers haben wir die Möglichkeit, eben im Red Team auch zusammenzuarbeiten. Das heißt, die Informationen werden dort in Echtzeit ausgetauscht. Wenn wir Hashes finden, können wir sie dort speichern, untereinander austauschen. Wir haben die Möglichkeit eben, wenn wir die Agenten, also beziehungsweise bei COVID Strike heißt es Beacon, wenn wir ein Beacon platziert haben auf dem Asset, können wir dann verschiedene Post-Exploitation-Szenarien durchführen. COVID Strike versucht auch möglichst, wie keine Schadsoftware auszusehen und versucht eben verdeckte Kommunikation zu ermöglichen. Dass es eben aussieht wie legitime, normale Kommunikation und so eben möglichst unentdeckt vom Blue Team zu bleiben. Dann gibt es auch noch die Kompatibilität mit anderen Lösungen, wie eben Core Impact und OST. Man hat die Möglichkeit, wenn man in Core Impact einen Agenten platziert hat, dass man darauf ein Beacon platziert, wo man dann wiederum mit COVID Strike weiterarbeiten kann und eben seine Red Team Aktivitäten auf ein neues Level bringt. Genau. Was sind so die häufigen Use Cases bei COVID Strike? Eben vermeintliche Angriffe zu simulieren, also Lateral Movements, Browser Pivoting, Ausleben von Anmeldeinformationen, Privilege Escalation. Also es gibt da echt unendlich verschiedene Möglichkeiten, die man damit nutzen kann. Das Gute ist eben, dass man im Red Team da sehr gut zusammenarbeiten kann, eben durch die Echtzeitkommunikation über den Team-Server und man kann auch Operationen für den Erstzugang nutzen, eben Web Drive-By-Angriffe, Spear-Phishing und eben viele verschiedene andere noch. Das Ganze wird ermöglicht durch die Standard-Malware von COVID Strike, der sogenannte Beacon, und der stellt eben die Verbindung vom kompromittierten System zum Team-Server her. Das Ganze läuft über die sogenannten Standard-Listener. Da gibt es jetzt zur Wahl beispielsweise HTTP, HTTPS, SMB. Es können aber auch noch andere verwendet werden, wie TCP, DNS und auch noch andere. Und über die erfolgt dann eben die Kommunikation. Dann gibt es das sogenannte Malleable C2-Profil. Und dieses C2-Profil ist eben dafür da, dass man möglichst, also man kann dann einstellen, wie laut oder wie leise sich COVID Strike in diesem System verhalten soll. Und das ist ganz interessant, wenn man eben versucht, möglichst nicht von Antivirensystemen entdeckt zu werden. Besonders interessant in Kombination mit OST, also Outflank. Das kommt eben gleich noch als Thema, wo man eben noch viele verschiedene andere Möglichkeiten hat. Genau, Post-Exploitation-Aktivitäten kann man haben. Genau, habe ich davor kurz erwähnt, muss ich nicht mehr zu sehr drauf eingehen. Das Ganze ist extrem flexibel. Dadurch, dass es eben ein Open Framework ist, kann man auch andere Skripte nutzen, wie hier zum Beispiel das Ghost Pack mit Rubeus, wo man einfach sehr viele Möglichkeiten hat, eben seine Red Team Aktivitäten zu verbessern. Wenn man User von COVID Strike ist, hat man auch die Möglichkeit, sich im Community Kit mit den anderen Usern von COVID Strike auszutauschen über die neuesten Techniken, über die neuesten Skripte, wie man Systeme umgeht, und einfach von der Community einfach ein bisschen mitzulernen. Genau, es ist eben ein flexibles Framework. Das heißt, wir haben unser C2-Profil, was eben anpassbar ist. Wir können integrierte Skripte verwenden. Wir können aber auch eigene Skripte erstellen, die wir dann bei COVID Strike nutzen. Und wir haben eben diese extrem große Reichweite mit dem Community-Kit und eben dem Open Framework. Genau, dann würde ich keine Zeit verlieren, damit wir auch danach noch OST anschauen können. Jetzt schauen wir uns nochmal kurz COVID Strike an. Dafür gehe ich wieder auf meine Infrastruktur. Genau, schließe Core Impact erstmal. Dann öffnen wir COVID Strike und dann sind wir jetzt hier auch schon in COVID Strike. Hier haben wir die Übersicht, wir haben hier unser Event Log. Hier sehen wir dann die Systeme, die eben schon kompromittiert worden sind von uns. Wenn wir auf COVID Strike gehen, dann haben wir hier die Möglichkeit, uns die Listener anzuschauen. Genau, wir haben jetzt hier HTTP, HTTPS, SMB. Wir können aber auch neue Listener hinzufügen, SMB, TCP und eben noch verschiedene weitere. Und das C2-Profil können wir uns hier über diesen Bereich anschauen. Das müssen wir dann eben gegebenenfalls anpassen, weil damit wir eben diesen Footprint von COVID Strike nicht zu sehr
der ist ja auch inzwischen bekannt. Man muss das ein bisschen anpassen, damit man eben von Antivirensystem nicht so leicht entdeckt wird. Dann haben wir die Möglichkeit, Skripte noch hinzuzuladen. Und genau, das einmal kurz zur Übersicht zu CobaltStrike. Und ich würde sagen, machen wir mal einen Payload. Dann gehen wir hier auf Windows, Stateless Payload. Wir wählen als Listener jetzt einmal HTTP aus. Genau, HTTP Host. Das ist jetzt ein Listener, den ich erstelle. Nein, ich wollte keinen Listener erstellen. Ich wollte einen Payload erstellen. Klick hier drauf. Choose. Und das soll eine Windows-Exe sein. Process System Call None Use x64 Payload. Genau, sagen wir Generate. Und wir nennen das Ganze jetzt Beacon HTTP.exe. Genau, ist natürlich ein relativ auffälliger Name, kann man eben gegebenenfalls anpassen. Und jetzt wollen wir das eben hosten. Wir werden jetzt mal ein Breach simulieren. Das heißt, wir hosten jetzt die File, wählen eben unseren Beacon HTTP-Exe aus. Genau, MIME Type Automatic Local Port 80. Genau, da müssen wir den Namen noch anpassen. Und zwar, das ist Beacon unterstrich http.exe. Genau, und Launch. Und jetzt können wir mithilfe dieses Links eben auf einem anderen System den Beacon platzieren. Okay, das haben wir gesehen, das passt. Und jetzt sehen wir unter Site, sehen wir jetzt auch, dass es hier eben gelistet ist. Das heißt, wir können jetzt wieder auf unser Zielsystem von davor. Der Rootlane, der lädt sich auch mal gern ein Beacon runter. Da gehen wir jetzt hier rein, öffnen einmal CMD. Genau, das habe ich alles schon mal vorbereitet, weil hier leider die amerikanische Tastatur drauf ist. Da lade ich den einmal runter. Genau, hat funktioniert, sehr gut. Und dann führen wir unseren Beacon jetzt aus. Also im Normalfall wird es natürlich anders ablaufen, aber wir gehen jetzt davon aus, dass wir eben einen Assumed Breach haben. Und dann sehen wir jetzt auch, dass wir hier jetzt die Verbindung haben zu diesem Beacon und eben entsprechend mit dem interagieren können. Das heißt, wir klicken jetzt auf Interact und haben jetzt hier eben den Zugang zu diesem System. Von dort aus können wir eben ganz viele verschiedene Aktivitäten ausführen. Also das ist wirklich ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Das kann man dann eben nochmal im Detail besprechen, wenn daran Interesse besteht. Aber aus Zeitgründen würde ich sagen, wechseln wir jetzt zum nächsten Thema und das ist OST bzw. Outflank. So, Emanuel, I will switch over to you and the stage is yours. Emanuel, are you there? Okay. Anscheinend gerade nicht zu hören. Emanuel? Yeah. Yeah, I'm here. Yeah, I'm sorry. Okay, so I switch it over to you for OST. Perfect. Hi, everyone. Happy to be here talking to you today about the Outflank Security Toolkit tooling. So, a few words about it before I jump to the demo. So first of all, about me, I'm Emmanuel Evenzor. As Christoph said, I'm based in Israel and I'm covering all the, you know, all the tools that Christoph talked about, plus other tools like a Feather, SAS tool, etc. So we cover, you know, the infrastructure protection, basically. So what is the OST? What is the Outflank Security Tooling? So basically, it's a set of tools, okay, that were created, that are created because updated very frequently by world-class red teamers, okay? So basically, in short, the company is based in Amsterdam, was acquired by Fortra a bit more than a year ago. And this company, so as I said, was founded by world-class red teamers, one of the best in the entire world.
They started by giving services, red teaming services to multinationals. And they decided at some point to provide all their the techniques that they are using for their own red teaming operations, all the techniques, the development, the research inside the tool. Because when you use any C2 framework, you may have, you know, the defenses, you know, SentinelOne, CrowdStrike, Windows 10 Defender for endpoint, or any type of defense that currently can detect, you know, the behaviors of you know, any type of C2 framework. That's why you have to use those C2 framework like CobbleStrike, and you have to transform the payload enough. So by many different methods, using a loader, compressing, encoding, encrypting, and et cetera, et cetera. So I just mentioned a few simple concepts in order to remain under the radar and in order to do evasion, okay? So this requires a lot of skills and a lot of time. And basically what OST is doing is it provides you tool for the whole kill chain from the initial access to once you are inside, past the initial access, to do lateral movements, credential stealing, exfiltering data. Whatever you need to do, then you will have techniques, privilege escalation, etc. You will get those techniques, very evasive techniques, using the latest, the cutting edge techniques that you can find only on this tool and anywhere else. And basically to replicate, to emulate what, cyber, organized crime, cyber organized crime type of groups would do, or APTs would do. So in order to emulate it and know and test your own network to see how you can defend against that. So let me share my screen, okay? And talk about the tool itself